Schwerelosigkeit aktiviert. Thank you.
Ende. Isaac, erledigen Sie ihn. Schwerelosigkeit aktiviert. Schwerelosigkeit deaktiviert. Schwerelosigkeit aktiviert.
am Ende. Isaac, erledigen Sie!
Schwerelosigkeit aktiviert. Thank you.
am Ende. Isaac, erledigen Sie! Schwerelosigkeit, die Luftqualität steigt. Aber hier und da gibt es noch Gasblasen. Hier und da geht in Ordnung. Hören Sie, Jacob, mein Jacob. Zuletzt war er auf dem Abbaudeck mit den anderen Überlebenden. Er sagte, sie bauen dort einen SOS-Sender. Ist er fertig? Er ist wohl fast fertig. Ich habe aber nichts mehr von ihm gehört. Schon länger nicht. Ich kann jetzt noch nicht weg. Ich muss sicherstellen, dass die Luft ungefährlich ist. Aber wenn Sie diesen SOS-Sender finden, rufen Sie Hilfe. Mach ich. Abbaudeck. Okay, verstanden. Und wenn ich Jacob treffe? Sagen Sie ihm. Ich finde ihn. Ich will ihn nur wiedersehen.
Defender. Jemand hat alle anderen über Bord geworfen. Isaac, es gibt eine Abkürzung zum Abbaudeck in der Nähe von Cross Arbeitsplatz. Ich werde sie öffnen. Donnerwetter, wir könnten tatsächlich aus diesem Albtraum entkommen. Sicherheitsstufe kann nicht ermittelt werden. Master-Sicherheitsüberbrückung erforderlich. Sicherheitsstufe kann nicht ermittelt werden. Master-Sicherheitsüberbrückung erforderlich. Abbaudeck spielen die Systeme verrückt. Toll. Ich sehe mir die Aufzüge an. Hast du eine Idee, wo sich Temple Sender befindet? Ich prüfe den Abbaukontrollraum. Über die Abschussrohre könnte man einen Sender abschicken. Ist da jemand? Hammond? Wo bist du? Im Lüftungsschacht. Hoffentlich hören sie mich nicht. Diese Dinger sind überall. Nein, die Ornithologen. Sie sind auf dem Besatzungsdeck. Die sind irre. Einer hat ihrem Freund ein Messer in den Kopf gerammt und er hat nur gelächelt. Hat. Sie gehen irgendwo hin. Hammond! Scheiße. Sein Signal ist weg. Wir müssen den Sender finden, Isaac. Und zwar schnell.
meine her. Ein versiegelter Raum. Eine Art selbstgebastelte Sicherheitsabriegelung. Die Arbeiter haben die Geräte weggeschlossen. Mist, die ich gut gebrauchen kann. Das kannst du vielleicht noch, wenn wir die richtigen Rig-Codes finden. Ich komme nicht mit dem Rig des Captains rein? Nein, die Abriegelung ist selbst gebaut. Aber mit dem Code des Captains kann ich eine Überbrückung erstellen. Du hast doch schon ein Führungsoffiziers-Rig gefunden. Noch ein paar davon und wir können loslegen. Sicherheitsfreigabe der Stufe 3 erforderlich.
Ein Freak namens Harris wollte etwas aus dem Erzlager stehlen. Ich soll für Dr. Mercer Osmium holen, damit er seine Arbeit vollenden kann. Und selbst wenn der allmächtige Gott sie geschickt hätte, wenn sie sich die Gewinne der CEC unter den Nagel reißen, sind wir am Arsch. Gott? Sie können das Osmium jetzt also freiwillig weglegen, oder ich breche ihnen die Arme. Ich habe mit Leuten wie ihnen auf EG-7 gearbeitet. Sie klauten meine Energieknoten, ließen mich graben. Ohne Licht. Hey, hey, lass sie mich los! Aber wenn man in der Dunkelheit zurückgelassen wird, ist man nicht allein. Der Marker flüsterte mir seine Offenbarungen zu. Jetzt verstehe ich sie. Wollen Sie sie hören? Warnung! Unbeschultes Personal darf die Anzugstation nicht benutzen. Nein, nein, stopp! Bitte! Ich habe auch bitte gesagt, als sie mich einsperrten. Ich habe es geschrien. Ich verspreche, dass ich nicht lachen werde, so wie Sie es taten. Warnung! Einzugsstation ist blockiert. Es kann zu schweren Verletzungen kommen. Oh Gott! Hilfe! Bericht über den Vorfall an die Brücke übermittelt von Dr. Nicole Brennan, sehr zugehörige Rig-Aktivität.